Der Deutsche Bundestag in Berlin. Hier im Reichstagsgebäude kommen die Abgeordneten zu den Plenarsitzungen zusammen. Doch was genau bedeutet es, Abgeordneter zu sein? Abgeordnete sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Das heißt also, dass Abgeordnete nicht ausschließlich Interessenvertreter ihres Wahlkreises, ihrer Partei oder einer bestimmten politischen Richtung sind. Sie sind eben Vertreter der Allgemeinheit, des Volkes als Ganzes. Wie wird man Abgeordneter? Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in unmittelbarer, allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl bestimmt. So sagt es das Grundgesetz. Und wählbar ist, wer die Volljährigkeit erreicht hat, wer also das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Aufgaben der Abgeordneten sind in der Geschäftsordnung und im Abgeordnetengesetz geregelt. Welche Rechte und Pflichten haben Abgeordnete? Die Abgeordneten dürfen an den Beratungen im Plenum und in den Ausschüssen und an den Abstimmungen teilnehmen. Sie dürfen Fragen mündlich und auch schriftlich an die Bundesregierung richten und sie dürfen sich zu Fraktionen zusammenschließen. Ein Abgeordneter erhält für seine Arbeit monatlich zurzeit rund 9.800 Euro. Dieser Betrag ist voll zu versteuern. Daneben erhalten Abgeordnete auch eine steuerfreie Kostenpauschale von rund 4.300 Euro. Wozu dient diese Kostenpauschale? Sie soll den durch das Mandat bedingten Aufwand abdecken, das heißt also die Einrichtung und Unterhaltung eines oder mehrerer Wahlkreisbüros, Fahrten im Wahlkreis und die Betreuung des Wahlkreises. Der Beruf des Parlamentariers ist ein Vollzeitjob. Dürfen Abgeordnete darüber hinaus auch noch in anderen Berufen arbeiten? Sie dürfen aber daneben weitere Tätigkeiten und Berufe ausüben. In dem Moment, wo es aber zu einer Interessenkollision kommen könnte, sind die Tätigkeiten und die daraus erzielten Einkünfte anzugeben gegenüber dem Präsidenten und dieser hat sie zu veröffentlichen. Mehr zum Nachlesen auf www.bundestag.de.